Smart Home. Smart Home Everywhere. Das intelligente Zuhause ist immer mehr im Kommen und auch in 2016 wird sich der Trend fortsetzen. In den nächsten Wochen möchte ich euch die Smart Home Lösung von Divolo vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor wir anfangen, erstmal ein großes Dankeschön an Divolo, welche mir diese Produkte freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Ohne diese Zusammenarbeit wäre diese Videoreihe nicht möglich gewesen. Also Dankeschön. Videoreihe? Ja, ihr habt richtig gehört. Heute fangen wir mal mit dem Home Control Starter Paket an, doch in den kommenden Wochen, und zwar immer mittwochs, wird es immer weitere Teile zu dieser Smart Home Serie geben. Neben dem Starter Paket habe ich nämlich auch noch die weiteren Produkte aus der Home Control Serie, und zwar einen Rauchmelder, ein Heizkörperthermostat sowie ein Raumthermostat, einen Funkschalter und auch einen Bewegungsmelder. Und zu guter Letzt auch noch eine Fernbedienung sowie einen DLAN Powerlan Adapter aus der 550er Serie. Doch um diese Produkte soll es heute nicht gehen, sondern um das Starterpaket aus der Home Control Serie. Und von daher gleich mal weg mit den anderen Produkten und schauen wir uns das Starterpaket mal etwas genauer an. Mit dem Home Control Starter Paket bekommt ihr neben der Zentrale einen Tür- und Fensterkontakt sowie eine Schalt- und Mesh-Steckdose, um schon mal einen ersten Schritt in die Smart Home Welt zu wagen. Wir sehen auch schon, dass wir die Home Control Geräte mit dem Smartphone oder dem Tablet steuern können, was schon ziemlich praktisch ist. Wenn wir das Ganze mal umdrehen, so sehen wir einige weitere Informationen zu den einzelnen Produkten und wir sehen auf der rechten Seite auch schon mal ein Anwendungsszenario, wie wir die Home Control Produkte aus dem Starterpaket in unser Haus oder in unsere Wohnung hinein integrieren können. Des Weiteren sehen wir rechts oben auch das Z-Wave Logo abgebildet, welches einen der beliebtesten und am meist verbreitetsten Funkstandards für Smart Home Technologien darstellt. Wir sehen hier auch nochmal, dass es die MyDivolo App sowohl für iOS und Android als auch für Kindle Fire Produkte gibt und die Windows Phone Nutzer müssen hier leider wieder mal in die Röhre schauen, wobei die Produkte auch über den Browser gesteuert werden können. Doch nun genug geredet, packen wir das gute Stück mal aus und schauen, was denn so alles mitgeliefert wird. Dazu müssen wir als erstes mal die zwei Klebestreifen auf den Seiten durchschneiden und können dann einen weiteren Pappkarton herausziehen, in welchem sich die einzelnen Produkte befinden. Wenn wir diesen mal aufklappen, kommt uns als erstes mal der Starter Guide entgegen, in welchem uns die ersten Schritte mit dem Divolo Home Control Starter Paket erklärt werden. Als nächstes haben wir dann auch schon den Tür- und Fensterkontakt, welcher aus zwei Teilen besteht. Zum einen gibt es mal die kleine Leiste, welche sich auf einer Seite der Tür bzw. des Fensters anbringen lässt und zum anderen gibt es dann noch das etwas größere Gegenstück, welches dann auf der anderen Seite Platz hat. Weiter geht es dann im Inneren. Hier haben wir einmal ein paar doppelseitige Klebestreifen sowie auch vier Schrauben, um die Montage der Geräte durchzuführen. Des Weiteren haben wir dann auch noch ein bisschen mehr Lesezeug und zwar die Konformitätserklärungen für die jeweiligen Produkte. Hier sind einige Informationen über diese aufgelistet. Weiter geht es dann mit dem Herzstück und zwar der Zentrale. Und dann kommen wir auch schon zu den beiden letzten Teilen und zwar haben wir hier einmal die Schalt- und Mesh-Steckdose sowie ein mitgeliefertes LAN-Kabel, um die Zentrale mit eurem Router zu verbinden. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit dem ganzen Lieferumfang, von daher gleich mal weg mit der Verpackung und schauen wir uns die einzelnen Teile nochmal etwas genauer an. Als erstes haben wir, wie bereits gesehen, die Literatur, bestehend aus Konformitätserklärungen und dem Erste-Schritte-Guide. Mit der Anleitung sollte es eigentlich kein Problem sein, die Installation durchzuführen, da diese ziemlich einfach und intuitiv gestaltet wurde. Als nächstes haben wir dann auch schon die Schalt- und Mesh-Steckdose, welche die Stromzufuhr ab- und zuschalten kann und zusätzlich auch noch den Verbrauch misst. Ziemlich praktisch und funktioniert auch sehr gut. Ich nutze die Steckdose für meine Entertainment-Geräte und das funktioniert soweit auch ziemlich gut und vor allem auch effizient. Weiter geht es dann mit der Home-Control-Zentrale. Diese muss einmal mit dem Router bzw. mit einem bestehenden DLAN-Netz verbunden werden, um über das Internet ansprechbar zu sein. Ihr habt dabei den Vorteil, eure Home-Control-Geräte von überall auf der Welt zu steuern, was schon ziemlich praktisch ist. Des Weiteren laufen über diese Zentrale natürlich alle weiteren Home-Control-Geräte und in Kürze könnt ihr damit auch weitere Geräte damit ansteuern, wie beispielsweise die Philips Hue-Produkte, welche ich erst vor kurzem vorgestellt habe. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als letztes Home-Control-Produkt haben wir dann noch den Tür- und Fensterkontakt.
Dieser überwacht, ob eine Tür oder ein Fenster gerade geschlossen oder geöffnet ist, und neben diesem Überwachungsfaktor kann auch noch die ein oder andere Regel darüber abgeleitet werden. Zu guter Letzt haben wir dann noch das LAN-Kabel, welches ihr benötigt, um eure Zentrale mit dem Router zu verbinden. Diese ist natürlich nur nötig, falls ihr kein WLAN-Netz in eurem Zuhause habt. Als Letztes haben wir dann noch die Klebestreifen und ein paar Schrauben. Hier wurde also für euch an alles gedacht. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video zum Devolo Home Control Starter Paket. Wie ihr gesehen habt, bekommt ihr hiermit gleich mal ein paar nützliche Sachen, welche die Grundlage für euer Smart Home darstellen, und von hier aus könnt ihr euer intelligentes Zuhause Stück für Stück erweitern. Und genauso machen wir das auch mit der Smart Home Serie, und deshalb gibt es bereits nächsten Mittwoch ein weiteres Video zu einem Home Control Produkt. Welches es wird, verrate ich noch nicht, aber falls ich euer Interesse zu diesem Themengebiet geweckt habe, würde ich mich natürlich wieder riesig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, und von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.